schaue heute vom Ganzen zur Let's Play Resident Evil. Ich bin schon und ja, das letzte Mal haben wir uns gewundert, wieso ich wieder so dumm bin und warum ihr mich tatsächlich guckt, obwohl ich so besagt dumm bin. Und ja, Dinge. Diesmal haben wir aber einen Schlüssel und ich habe eben nochmal gespeichert. Und es ist jetzt alles handy-dandy. Sollen uns also, ne? Ich habe auch nochmal die Gewehrmunition und das Erste-Hilfe-Spray aus diesem Vortragsraum geholt. Wisst ihr, der, wo Zui da seinen Vortrag gehalten hat? Shoutouts zu Zui, by the way. Und dem so. Ah ne, warte. Es geht ja automatisch. Einmal. Und sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Gut, dass Jill das weiß. Das sieht aus wie ein kleinerer Raum. Gehen wir mal erst hier rein. Wir müssen sowieso beide erkunden. Ich habe gespeichert, ich fühle mich halbwegs safe. Was ist das? Was zur Hölle? Ich höre hier Dinge. Ich höre hier eklige Dinge. Jill, da bist du echt durchgeklettert. Ich habe keine Ahnung, was da war. Ich kann nichts sehen. Spiel, bitte. Was bist du? Oh mein Gott, was bist du denn, Ekelhaftes? Ihhh! Der Fliegenmann! Oh geil, Fliegenmann 2, but with a vengeance. Okay, ich spar mal ein bisschen. Sagt er und rüstet die Pistole nicht aus. Okay, you dead. Ihhh, fucking Fliegenmenschen. Yeah, this is what I need in my life right now. Stimmt, das sehen aus wie die Insta-Killer aus Resi 5. Ihr wisst schon, diese Fliegenviecher, die irgendwie nur einen Move drauf haben und das ist ein Insta-Kill. Verriegelung bewegt sich nicht. Verrostet. Petisch voller Blut. Why is this here? Warum ist dieser Raum hier? Er führt zu dem anderen? Ihr wollt mir davon nicht sagen, dass das jetzt hier nur ist, damit ich hier Captain Fliege und seine Abenteuer begutachten konnte. Aber scheinbar... Aber scheinbar. Mein Dada. Oh! Das sah mir nicht unbedingt cheaper aus. Aber Jill ist stärker, als ich dachte. Gewehrmunition. Finde ich nice. Ist hier sonst noch irgendwas? Das sieht nicht danach aus. Spaghetti, Spaghetti. Kann ich das Ganze an die Wand schieben? Bringt mir das was? Nicht wirklich. Schätz mal, das war wirklich nur dafür, right? Gucken wir uns den anderen Raum mal an. Da drin war ein anderer Lüftungsschacht, echt? Okay, gucken wir gleich nochmal, da habe ich den gerade nicht gesehen. Ich meine, da war da nicht nur der eine? Okay, dann bin ich doof. Mal wieder. Ja, hier führt es nämlich an noch ganz andere Orte. Fast gerostet. Dem OP. Echt? Da war noch ein anderer? Okay, warte mal. Let me check. Bin ich echt schon wieder so blöd? Bin ich echt schon wieder so retarded? Haben wir echt schon wieder den Punkt am Tag erreicht? Der große Mann ist Schorschmann Blödtag. Ich meine, das kam mir gleich ein bisschen merkwürdig vor, dass dieser Raum nur dafür da war, um mir Fliegenmenschen zu zeigen.
Ja, das ist der hier. Da, tatsächlich. Ja, das sind hier noch andere. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich kann also auch hierher? Okay, das ist also, wenn du das Regal nicht schieben willst, wenn du einfach sagst so, boah, ich möchte aber heute keine Regale schieben. Das ist so anstrengend, die Ikea-Möbel zu schieben. Ja, hier, Tatsache, hier ist noch einer. Und der führt... Ja, geil. Immer noch hier, nur woanders. Insert Disc. Ah, eine Modisk, ja, klasse. Habe ich jetzt natürlich nicht bei mir. Ergo, Backtracking consumes you. Aber gut, so kommen wir immerhin wieder instant zurück. Wow. Ist hier noch was drin? Regal voller Gegengifte. Regal voller Gegengifte. Leichensack. Ja gut, das ist schon mal, das löst schon mal eins unserer Probleme. Wir müssen zwar jetzt wieder Backtracking betreiben. Mhm. Unser aller Lieblingsaufgabe. Eieieiei. Ja, also da... Ich weiß nicht, es gibt hier... Ich habe hier aus dem Weg geräumt, was mich angreifen könnte. Es ist also wirklich Backtracking für mich. Und deswegen, ich hasse generell Backtracking. Deswegen, you know. You know, man. Man, you know. Ich meine, ich könnte auch wieder mein Kerosin hier lassen und sagen, komm, weißt du was... Ich komme auch so klar, aber dann sehe ich das kommen, dass ich da rausgehe und auf einmal kommt mir irgendwas entgegen, wo ich mir denke, boah, hättest du mal dein Kerosin mitgenommen. So, wir nehmen mal eine Modisk mit. Einfach wegen Platzgründen. Die können wir da ja jetzt einfach gleich reindrücken und dann ist gut. Dann sind wir die nämlich schon mal los. Die ist dann auch nicht mehr in unserem Inventar dann. Gut, das erklärt schon mal wieder ein Scanner. Jetzt müssen wir nur den letzten irgendwo finden. Aber okay, ich schätze mal, der wird irgendwo da... Da unten sind ja noch ein paar Gebäude und ein Aufzug, so... Ja... Das Labor, ne? Aber wie gesagt, also wirklich, wenn du weißt, wo du wann hin musst, wo du was einfügen kannst... Klar, nimmst du auch nur das mit, was du brauchst. Also, wenn du weißt, hier sind die und die Gegner, gehst du einmal vor, clearst den ganzen Ratz, nimmst vielleicht noch für da und wo noch was mit, aber dann nimmst dann sonst lässt du dir ein leeres Inventar. Also, so würde ich das machen, wenn ich das Ganze hier irgendwie jetzt speedrunnen würde, ne? You know, man. Was? Da war noch... Ne, komm, Jill, geh da runter. Hops, dankeschön. So, Modisk. That's the second one. Der Passkasten ist freigeschaltet zu haben. Ja, yep, das ist mir klar. Schubscha, schubscha, schubscha du, schubscha day. So, weiter im Text. Wir haben das. Und ich werde auch erstmal wahrscheinlich, sobald mir wieder irgendwelche großen Kaliber entgegenkommen, meine Säuregranaten verwenden, weil die sind ja... Das sind Säuregranaten. Ich glaube, ich habe da sowieso so viele von gehabt. Aber dass das so festgerostet ist, ne? So, direkt vor mir ist eine Tür, wo ich durch kann. Na, was kommt jetzt? Leck mich fett, Spiel. Leck mich fett. Mal ehrlich, jetzt ohne Scheiß und leck mich fett. Weißt du, die gesamte Menschen über gibst du mir zwei, vielleicht zwei Räume, wo ich, ne, you know. Und wieder mal, hätte ich das geahnt, hätte ich mir das Backtracken gerade ersparen können. Und vor allem noch ein Erste-Hilfe-Spray. Jesus, wie viele Erste-Hilfe-Sprays does one need?
Eieiei. Und noch Farbbänder auch noch. Also. Jetzt gegen Ende will das Spiel aber echt, dass es dir gut geht. Also. Just saying. Ich erstick hier in Items gerade. Und ich kann wieder gratis speichern quasi. Ohne irgendwie Angst haben zu müssen, weil ich habe immer noch mehr als genug Farbbänder. Ich meine, was ist auf einmal mit der Spawnrate verpassiert? Jesus Christ! Ich krieg Zeug hinterher bis zum Abwinken. Ich erstick in Zeug. Aber das ist wieder so, glaube ich, so ein typischer Anfang, ne? Der Anfang, wenn du nicht weißt, was du tun musst. So fucking hard is that you die 10 million times. Aber dann, wenn du weißt, was du tust, ist es auf einmal wieder eine andere Sache. Aber ich finde es trotzdem cool. So, was ist jetzt hier mit dem Aufzug los? Kann ich hier einfach... Ach so, funktioniert nicht. Anscheinend müssen wir den Schalter der rechten Seite aktivieren. Ja, ich will den Aufzug jetzt noch gar nicht benutzen. Ich will meinen Kopf nicht benutzen! Okay. So, was ist das jetzt hier? Was kommt mich jetzt anfallen? Ah, geil. Fliegenmenschen. Ich höre. Neggi, Neggi, Neggi. Jesus! Smiggity Smack! Don't come back! Das Ding kommt nicht wieder! Aua! Okay. Wo ist das Vieh? Blödes Mistvieh? Ich höre dich doch. Ich höre dich, du ekelhaftes Ding. Nice aim. Oh, Alter. Weißt du, beim ersten hatte ich richtig Glück. Und auf einmal denkt sich das Spiel, how about I don't have... Okay, bye. Und das war der. So, nun ist Ruhe. Oder auch nicht. Der denkt sich einfach nur Swiggity Swooty. I'm coming for the grenade. Ist Nuru? Offenbar. Nur ist Ruhe. Es ist gut hier. So, jetzt kann ich mich hier ja mal umgucken. Es ist ein Heizungsraum? Achtung, Explosivgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Ja, das kommt mir irgendwo bekannt vor. Das war für den Hochspannungsraum. Funktioniert derzeit nicht, weil er keinen Treibstoff gibt. Das ist eine leere Kapsel. Ah, okay. I see. I see where this is going. At least I think so. Ich guck mich da in dem Raum nochmal um. Vielleicht ist es ja noch ein Safe-Raum. Oh, Kamera, bitte. Danke. So, da wollen wir doch mal jucken. Wo bin ich denn jetzt Ach, ihr schon wieder. Wolltest du gerade meine Granate dropkicken? Was fällt dir denn ein? Oh, der letzte Passcode. Der letzte Mo-Disk-Scanner. How handy. Und wieso ist das hier so rot? Hi. Bye. Oh, scheiße. Okay.
I fight, I guess. What? Ich hab das Ding getasert. Alter, was hat das Ding mit mir gemacht? Egal, was es gemacht hat, es hat offenbar keinen Schaden gemacht bei mir. I mean, that's fine. Langsam habe ich den Sack dicht von euch. Nur mal so nebenbei. Nee. Oh, ist jetzt mal... Das war der Crit, auf den ich gewartet habe. So. Mensch, so schnell geht Pistolenmunition flöten. Was ist das denn für eine Tür? Are you fucking... Okay, gut. Sekunde mal. Für euch Viecher habe ich, ne? Es sieht vor allem auch mehr so aus, als würde ich hier sterben, wenn ich zu lange hier drin bin. Lach ein Item? Scheiße, warte mal. Wir haben jetzt eine leere Treibstoffkapsel. Wenn wir jetzt Treibstoff... Ne, warte, das war doch so ein Nachfüllding da, oder? Ja, hier ist das jetzt. Wir können den Fahrstuhl auf jeden Fall schon mal safe machen. Dann ist die Frage, wozu ist das hier? Wozu ist das ganze Gejatze hier? Oh ja, da, Tatsache. Das Batteriepack, was ich dem einen Vieh reingejagt habe. Ja, ich gehe mal kurz Reserven holen, ja. Bin sofort wieder da. Eben, es fühlt sich hier so langsam final stretchy an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich hole mir schon mal den Kanister. Müssen ja nicht direkt mitnehmen, aber Treibstoff nicht schütteln. Ja, ja, nimm die leere Kapsel mal mit. Das tun wir later. Das machen wir nicht jetzt, das machen wir later. Aber wir können uns die letzte Modus-Kone und schon mal den Aufzug aktivieren. I have no idea, was das uns bringen will. Vor allem, warum hier auf einmal Fliegenmenschen uns angreifen. You know? Fucking Fliegenmenschen. So. Dich packen wir erstmal wieder weg, Schnucki. Stattdessen, ich würde sagen, wir packen das auch mal wieder weg, weil wenn jetzt Zombies kommen für das, was ich jetzt vorhab, ist sowieso keine große Bedrohung. Nehmen wir das Gewehr wieder mit. Haben ja wieder ein paar Schuss dafür. Und nehmen dann mal gemischte Kräuter mit, so just in case. Die Modisk, ganz vergessen, das können wir schon mal erledigen. Wenn wir da sowieso wieder hin müssen. Die Mo-Mo-Disk. Das heißt, wir können den Fahrstuhl aktivieren, weil wir ja die ganzen Mo-Disk haben. Dann werden wir die auch mal los. Lass dir mal Ruhe. Lass mal Ruhe im Kanister. Dann ist nur die Frage, wo sollen wir hin? Wo müssen wir hin? Und was ist in diesem einen Bilbo-Raum da, wo ich jetzt eben war? Wo aussah, als hätte man da, wird man da irgendwelche Säulenmenschen wiederbeleben. You know what I mean? Gott, die Folge ist auch schon wieder rum. Jesus. Zumindest laut meinen Analysen. That's the last one. Retirement Passcode scheint etwas freigeschaltet zu haben. Sehr gut. Das ist schon mal das Problem weniger.
Jetzt will ich aber wissen, was in diesem Raum da hinten ist. Das ist eine derbe Steintür. Um genau zu sein. Für die Bilbos. Weil wenn die nachher zu Mert kommen, dann wird das eventuell ein bisschen kritisch. Ich meine, ich könnte die wieder tasern, wenn sie versuchen, mich anzupacken. Na, wo seid ihr? Da. Oh. Oh, tschüss, man. Bye, bye. Problem gelöst. Schon kommt das nächste an. Problem gelöst. Ist nur ruhig hier. Geht doch. Dankeschön. Der Selbstzerstörungsmechanismus ist gewaltig. Ja, wir können aber offenbar noch nichts damit anfangen. Ey. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten. Dann ist zum Starten eine Art Treibstoff erforderlich. Ja, und ich weiß genau, wo wir den herkriegen. Aber erstmal den Aufzug mit der Mondisk. Wir haben ja jetzt... Ja, komm, das hat jetzt ein bisschen davon gekostet. Das war jetzt nicht so tragisch. Wasn't that sad. Ich will jetzt erstmal gucken, weil ich weiß, wo wir Treibstoff herkriegen. Wir dürfen ihn halt nur nicht schütteln. Aber es ist ja nicht so, als ob uns hier irgendwas aufhalten könnte, was uns schütteln würde. Ich meine, würden wir explodieren, man? Die Idee wäre witzig. To be brutally honest. Stellt euch vor, ihr macht hier eine Tür auf, werdet von irgendwas angegriffen, warum aber explodiert eure Hose? Ich meine, jetzt nicht in dem Sinne, so wie ihr jetzt schon wieder denkt, aber you know. Wir sollen ja Selbstzerstörungsmechanismus machen. Das ist unser Ziel. Das wissen wir. We know that much. Treibstoff weiß ich auch, wo ich den herkriege. Aber was ist mit diesem Aufzug? Das will ich jetzt noch wissen. Das geht mir sonst ewig auf den Nuss. By the way, da haben wir immer noch eine Erste Hilfe oder Kräuter. Eins von beiden. Einmal. Tut. Und nochmal. Sweep! Well, that's a one problem down. Ja, geil. Es geht noch weiter runter. Noch mehr Keller. I fucking love Keller. Aber was uns in diesen dunklen, nassen Höhlen erwartet, erfahren wir das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal, sehr Leute.